Internet. Hier ist Beckensack für euch und willkommen zu einem wahrscheinlich ein bisschen länger gehenden Unboxing. Denn wie ihr seht, habe ich so eine kleine, aber feine Lieferung One Piece Figuren bekommen, die ich mir schon vor, das ist schon ein paar Monate her, dass ich mir die vorbestellt habe. Und auf einmal kam ein riesiges Paket, zwei riesige Pakete mit diesen Figuren an. Und ich habe mir gedacht, ich packe die einfach mal für euch aus, denn die Dinger sehen zumindest auf dem Karton schon mal sehr, sehr nice aus. Und deswegen machen wir einfach ein Unboxing von diesen coolen One-Piece-Figuren. Das sind Ichiban, warte, hier steht es nochmal genau drauf. Ichibancho Figure, keine Ahnung, muss irgendein Label sein, muss irgendein Fabrikat sein, bestimmte Figurenline. Ich habe sie auf jeden Fall jetzt alle. Vielleicht ist es auch ein bestimmter Künstler, der die halt designt hat für Tui, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir das komplette Set direkt bestellt. Und wir haben hier halt Ruffy, wir haben Sanji, wir haben Zoro, wir haben Ace und wir haben Sabo. Also alle, ich würde mal sagen, Lieblingscharaktere der One Piece Fans, die es so gibt. Und ich würde sagen, wir packen die Figuren nacheinander, eins für eins, halt aus und schauen mal, wie die dann halt in echt aussehen. So, und wie es sich für den zukünftigen Piratenkönig gebührt, würde ich vorschlagen, wir fangen einfach mit Ruffy an. Das ist die Box, die habt ihr ja eben gerade noch mal im Close-Up gesehen. Ich zeige es euch jetzt trotzdem noch mal. Das Spiel geht leider ein bisschen wegen meinen Fenstern, aber ich denke, das geht schon einigermaßen klar. Hier sieht man noch mal irgendein Geskribbel auf Japanisch. So wird die Figur dann, wenn sie ausgepackt ist, vermutlich aussehen. Ja, da kann man es sehen. Und hier sieht man noch anscheinend die, ich würde mal sagen, Konzeptgrafik, auf dem diese Figur basiert. Ich müsste mich wirklich nochmal schlau machen, warum diese Figuren denn jetzt so heißen, wie sie heißen. Aber wahrscheinlich sind sie alle diesen Zeichnungen hier nachempfunden. Und ja, ich würde sagen, wir packen das schöne Ding jetzt mal aus. Was mir auch keiner sagen kann, oh, hier habe ich noch Tesafilm, Moment. Was mir auch keiner sagen kann, ist, warum manche von den Figuren jetzt hier noch extra so einen Tragegriff haben und warum manche nicht. Das ist ein bisschen strange. Oh my goodness, da kann ich ihn schon sehen. Und das ist keine Figur, die man erst zusammenstecken muss. Das ist schon mal ein gutes Zeichen prinzipiell. Weil meistens sind die dann etwas hochwertiger. Oh. Man sieht die Figur hier schon. Ist jetzt noch quasi in Plastik gefangen. Und wir ziehen das einfach mal auseinander. Gumugumuno! Tesafilm. Die neue Technik von Ruffy. Gumugum Tesafilm. Man sollte meinen, dass dieses ineinander gesteckte Plastik-Verpackungs-Lego-Prinzip reichen würde, aber nein. Doppelt hält besser, sagen sich die Japaner. Oder wo auch immer diese Sachen produziert wurden, wahrscheinlich in Taiwan oder so. Jetzt aber. Könnt das entfernen. Ziehen die Figur hier raus, könnt das entfernen. Entfernen diese Folie. Oh, ist das nice. Alle Figurensammler wissen natürlich, man hebt alle Originalteile, alle Originalverpackungsteile auf, steckt die wieder ineinander und hebt sie auf. Für den Fall, dass man sie irgendwann nochmal transportieren muss oder doch nochmal weiterverkaufen möchte. Und hier haben wir ihn schon. Und der ist, oh, ist der nice. Das gehört an die Post. Kriege aber noch mehr Figuren. Ein paar Sekunden später. Da bin ich wieder. Nein, es waren Leute, die mit mir über Gott reden wollten. Ja, Gott ist tot. So, jedenfalls, hier haben wir diese schöne Figur. Und ich stelle sie jetzt mal hier oben auf den Karton, damit ihr sie besser sehen könnt. Und was mir echt richtig gut gefällt, und das sehe ich jetzt gerade, weil es hier halt so gut beleuchtet gerade ist,
bei mir im Zimmer, dass dieses Feuer, was halt um ihn, um seinen Arm herum ist, dass das sehr gut zur Geltung kommt. Das Licht wird da richtig gut drin eingefangen. Das sieht fast aus wie Bernstein. Also das ist wirklich nice. Das ist wirklich richtig fett. Ich zeige es euch jetzt hier nochmal von nahem. Erstmal die Details in seinem Gesicht finde ich sehr schön. Seine Muskulatur ist tatsächlich schön gearbeitet. Hashtag no homo. Diese, wenn man das sagen, dieser Plüsch an seiner Hose ist auch echt nice. Und dieses Feuer hier hinten, er macht halt seine Red Hawk Attacke. Und das sieht wirklich cool aus. Ich glaube, die Kamera fängt es jetzt nicht so gut ein. Aber in Natura sieht das wirklich sehr nice aus. Und er hat natürlich schon seine Plattform, auf die er steht. Das heißt, da kann nichts umfallen, da kann nichts wackeln. Einfach nur sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, dann machen wir weiter mit der Nummer 2 der Strohhutbande, mit Zorro. Ich habe es eben schon gesagt, keine Ahnung, warum bei Zorro ein Henkel dran ist. Im Karton ist bei den anderen nicht. Der ist auch größer als die anderen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die Figur größer ist, weil die werden halt alle eine Größe haben. Naja, wir werden es gleich herausfinden. Das ist der Karton von Zorro. Und ich denke mal, es sind sehr viele Zorro-Fans von euch wahrscheinlich auch auf meinem Kanal. Hier hinten sieht man nochmal wieder, wie die Figur dann aussieht, wenn wir sie ausgepackt haben. Und hier auch das Artwork, auf dem diese Figur anscheinend basiert. Holen wir mal eine Schere. Santoryu! Onigiri! So, ich habe nur... Zorro hat den Drei-Schwerter-Stil. Ich habe nur den Scheren-Stil. Ritsch-Ratsch. Ist hier irgendwo noch dieser Film? Nein, ich glaube nicht. Dann öffnen wir ihn doch. Den Karton. Ja, wie oft falten die da? Was ist das für eine Konstruktion? Okay, wow. Hier ist tatsächlich nochmal Tesafilm. Was ist denn los, ey? In dem Henkel quasi von dem Karton, der auch nochmal in sich gefaltet ist. So. Habt ihr schon mal so einen Karton? Also, naja, ich nicht. Oh. Was ist das denn? Eine Bedienungsanleitung? Okay, den muss man anscheinend doch zusammenstecken. Denn auf dieser Bedienungsanleitung steht, dass man die Teile von Zorro ineinander stecken muss. Das, die Schwerter anscheinend und ja, sein, wie nennt man das denn? Energieschweif. Und da kann ich ihn ja auch schon wieder sehen. Ich ziehe ihn hier raus. Oh my goodness. Alter, ist das nice. Ist das nice. Ich sag euch. Hier sieht man es schon. Natürlich auch wieder in diesem Plastik drin. Und von diesem werden wir ihn jetzt befreien. Da brauchen wir natürlich wieder hier unseren Scherenstiel. Zack. Noch wo. Zack. Onigiri. Onigiri. Reißen das hier. Klack, klack, klack. Oh, verabschiede sich schon direkt die Schwerter von ihm. Nach unten. Oh, 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 oh. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Befreie ihn von der Folie. Pack die Folie hier natürlich wieder rein. Sehen wir hier ihn schon einmal ohne die Schwerter quasi im Anschlag.
Aber da fehlt ja noch was. Das geben wir ihm jetzt natürlich in die Hand. Haben wir einmal die Scheide vom... Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, das ist die... Ja, das müsste die Scheide vom Shusui sein. Das hier. Die müssen wir noch bei ihm... hier ranpacken. Ist die Frage. Jetzt brauche ich doch nochmal die Bedienungsanleitung, wo was dran gehört. Habe ich sie hingepackt jetzt? Oh nein! Natürlich ist sie wieder ganz unten im Karton, weil ich so clever bin. Meine. Also. Dust up that Japanese from you. Ah, okay. Das soll also von oben in seine Hand reingesteckt werden. Warte, wie? Ha! Eine Ewigkeit später. So, haben wir's! War doch kinderleicht, war das doch. Aber jetzt kann ich ihn euch zeigen. Ich muss jetzt diese Schwerte hier an ihn ranstecken. Aber jetzt ist er fertig aufgebaut und auch die Figur ist super nice. Super, super nice. Er hat auch hier, er hat ja kein Feuer, Zorro, beziehungsweise bisher beherrscht er keine Feuerattacke, aber dafür hat er halt hier ja, so einen Schwertstreich halt, so einen Luftwirbel, wenn ihr so wollt, und der ist halt auch so gearbeitet wie das Feuer von Ruffy eben gerade und das sieht auch ziemlich nice aus. Gerade im Licht, wenn das Licht da durchfällt, oh, das ist echt geil. Der Schwertstreich, den er quasi ausführt hier. Seine Schwerter. Sieht man noch das Kitetsu der dritten Generation und das Wado Ichimonji. Und wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Was mir jetzt halt hier auffällt ist, das war in der Verpackung leider so ein bisschen gedrückt. Hier das, die, wenn ihr das seht, das ist krumm. Der Griff vom Kitetsu. Und das ist aber so wie Gummi. Also das kann man bewegen. Ich werde versuchen, das warm zu machen und zu fixieren, damit es gerade wird. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja, ein bisschen Schwund ist immer. Ansonsten gefällt mir das sehr gut. Vor allem auch die Farbe auf Zorros Körper. Die Muskeln sind halt schön gearbeitet. Und er ist halt nicht nur irgendwie Klatsch-Hautfarben. Nein, man sieht auch wirklich so Schattierungen quasi, so leichte, was ich sehr nice finde. Guckt euch den Stirnacken an, Junge! Wirklich nice, wirklich, wirklich nice. Lorena Zorro. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Smoothie der Strohbande mit Sanji, Nummer 3 des Monster-Trios. Haben wir auch Sanji-Fans hier? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich finde es ja echt schade, was mit Sanji seit dem Timeskip so passiert. Der kriegt halt eigentlich nicht mehr wirklich coole Kämpfe, hat nicht mehr wirklich was zu melden. Und ich habe so das Gefühl, Oda vernachlässigt ihn ziemlich. Er hat zwar jetzt auf Wano zuletzt nochmal einen kleinen Kampf bekommen, aber der ist noch kein einziges Mal all out gegangen. Generell ist keiner von den Strohhüten seit dem Timeskip mit Ausnahme von Ruffy wirklich all out gegangen. Und das würde ich mir jetzt einfach mal für diesen Arc wünschen. Wenn ich jetzt im Wano Arc, wo dann? Ich möchte endlich sehen, dass Sanji wieder Fußtritte verteilt, dass es kracht. So. Ich bin nicht ansatzweise so geschickt mit dem Messer wie Sanji. Aber hey, naja. Das könnte eigentlich auch ein geiles Power-Up sein für Sanji, so, ne? Wenn Oda ihm einfach Messer geben würde. Als Koch, wobei er gesagt hat, er möchte das nicht machen. Aber das wäre eigentlich ziemlich cool. Aber nein, er gibt ihm einfach einen Raid-Suit. Finde ich nicht gut. Wie findet ihr den Raid Suit von Sanji? Soba Mask? Beziehungsweise sein Germa Outfit? Oh, und hier sind auch wieder Dinge zum Zusammenbauen. Denn Sanji springt oder schwebt in der Luft so halb, weil er kickt ja wieder. Das heißt, ich muss ihn wahrscheinlich mit solchen Ständern fixieren. Aber das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Zack, zack.
Knack, 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 knack. Aber ich fällt da jetzt nicht auseinander. Ich versuche das mal lieber so aufzumachen. Zack. Ja, denn das sind bei Sanji tatsächlich alles Einzelteile. Das ist einmal hier die Base. Dann haben wir Sanji selbst. Der aber wiederum nur aus einem Stück ist. Was gut ist. Oh, nice. Hier auch wieder dieser Feuereffekt bei ihm. Finde ich wirklich, wirklich cool. Zeige ich euch natürlich gleich auch noch mal in der Nahaufnahme. Dann haben wir hier diese Ständer. Aber hier haben sie es nicht für notwendig gehalten, eine Bedienungsanleitung reinzupacken. Ist die Frage, wie ich das jetzt... Ah, okay. Die haben wohl unterschiedliche Passformen, diese Dinger. Der kommt da rein. Der kommt da rein. Die Frage ist, wie kommt Sanji da drauf? Jetzt muss ich mal hier auf die Verpackung schielen. Ah, okay. Das heißt, das obere, hier muss der drin. Ah, mein Tisch! Willkommen bei Blind Pech und Pan. Hä, bin ich jetzt komplett bescheuert? Ich weiß, was ihr sagen werdet. Ja, bist du. Aber... Ich möchte halt nicht die Figur kaputt machen, aber das ist genau die Form, die da rein zu passen scheint. Ich muss jetzt mal so versuchen, hier reinzuprobeln. Hier seht ihr in Sanjis Becken so eine Öffnung. Und hier seht ihr diesen Schnörreck. Dieser Schnörreck muss da rein. Der hat auch, wenn ihr euch das anguckt, quasi dieselbe Form. Aber es passt trotzdem nicht. Zumindest nicht so richtig. 3 Tage später. Okay. Ich krieg den Schnörreck hier nicht richtig rein. Die Passform reicht nicht aus. Aber ist tatsächlich eigentlich sowieso besser, denn der hält trotzdem. Und somit brauche ich die zweite Stange nicht, was, finde ich, deutlich cooler aussieht. Warum soll ich die dran bauen, wenn er auch so hält? Ich zeige es euch jetzt in meiner Nahaufnahme. Sanji mit seinem feurigen Kick. Ich finde auch hier schön gearbeitet. Die Falten, die sein Anzug schlägt. Und ist halt wirklich einfach nur eine coole Pose. Bis runter zu seinem Fuß, der mit seinem Diablo Jumbo halt auch in Flammen steht. Und auch hier wieder, wenn das Licht dadurch scheint, sieht das ziemlich nice aus. Es hat halt so ein bisschen so den... Es ist so durchlässig und leuchtet dann so ein bisschen wie Bernstein. Und das ist echt cool gemacht, finde ich. Muss ich mir vielleicht noch eine Lichtquelle von hinten einbauen in die Vitrine, damit man die halt entsprechend angeleuchtet dann noch drin hat. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter weggehe, dann seht ihr, der steht jetzt hier halt auf seinem Podest an seiner Stange und die zweite Stange brauche ich nicht, weil, hey, er hält auch so. Soll mir ehrlich gesagt recht sein, so finde ich ihn sowieso viel cooler. So, bleiben noch Ruffys Brüder, die beiden Benutzer der Feuerfrucht bzw. Mera Mera Numi, und ich würde sagen, wir fangen mit Ace an, denn er war der erste Nutzer. Und hier für euch der Karton. Ist auch, finde ich, eine sehr geile Pose, und ich sehe schon, der hat auch jede Menge von diesen Plastikschnörrecks, von diesen Halterungen. Ich hoffe auch einfach mal, dass ich die nicht brauchen werde, weil ich finde, ohne sieht es halt cooler aus. Und hier sieht man halt auch das Artwork, auf dem diese Figur höchstwahrscheinlich basiert. Und ja, los geht's. Mit dem Feuerzeug mache ich das jetzt nicht, nur um dem Charakter gerecht zu werden. Nein, ich nehme wieder meine kleine gelbe Schere. Die hat bisher gute Dienste geleistet. Also wird sie auch weiterhin gute Dienste leisten. Übrigens, wenn ihr euch Figuren aus dem Internet bestellt oder so, da ist auch sehr viel Mist dabei und sehr viele Plagiate. Ihr könnt immer sehen, ob ihr eine richtige Figur habt, wenn diese Sachen, die in diesen
holographischen Toei-Animation-Sticker haben. Den seht ihr hier. Dieser Sticker, der ist halt leuchtend und so ein bisschen wie so eine Holo-Karte bei Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Und wenn eine Figur nicht diesen Sticker hat, dann ist es höchstwahrscheinlich eine Fälschung. Ich sag's euch nur, weil ich dazu schon auch öfters mal gefragt wurde von Leuten. Achtet auf diesen Sticker. So. Also wieder so ein scheiß Karton mit dem Henkel hier. Zack, zack. Und auch er hat eine Bedienungsanleitung. Da sieht man mit japanischen Schriftzeichen erklärt, dass wir Ace den Schnurrek in den Arsch stecken müssen. Es gibt Leute, die mögen Yaoi, die würden sich jetzt freuen. So, jetzt muss ich mal hier wieder... Wo ist der denn überhaupt? Überall verklebt, der ist doch schon wieder... Hier ist was. Und da ist was. Und da. Und da. Jetzt aber. Jetzt muss ich wieder sehr vorsichtig sein. Da-da-da-da. Ist der nice. Ist der nice. Befreie ihn hier von seiner ganzen Folie. Boah, mega, Alter. Ich glaube, die Figur gefällt mir bisher von allen am besten. Ist das mega. Ace sieht richtig krass aus. Richtig gut. Boah. Da zeige ich euch gleich natürlich auch in der Nahaufnahme. Ist das nice, Alter. Vor allem auch das Whitebeard-Logo auf dem Rücken. Na gut. Ich versuche den erstmal zusammenzubauen. Dann zeige ich ihn euch. Und das heißt, 3 Schnurreks für Ace. Einer davon geht in seinen Popis. Welcher ist das? Welcher geht in seinen Popis? Vermutlich der hier. Dieser geht in Ace Popis. Sei Saft zu mir. Vielleicht reicht das auch schon aus. Ich muss die anderen gar nicht mehr reinpacken. Ja, oh my goodness, ist das nice. Es reicht mit einer. Ist das geil. Es reicht tatsächlich mit einer einzigen Plastikgabel und der steht oder sitzt, wackelt unter Luft. Ich zeige euch jetzt in der Aufnahme. So Leute, dann haben wir jetzt hier Ace und ich finde wirklich, die Figur ist mega mäßig. Also von allen, von den ganzen Figuren, die ich jetzt ausgepackt habe, gefällt mir die bisher am besten. Ich glaube nicht, dass Sabo das noch toppen kann, aber ey, wie geil ist das denn bitte? Zieht ihn euch rein. Das Gesicht, hier das Tattoo an seinem Arm, sein Dolch, auch seine Muskulatur sehr gut gearbeitet. Sein Gürtel, seine Kleidung. Die Pose an sich ist mega nice. Und was ich halt richtig gut finde, ist, dass wenn wir uns den Rücken angucken von ihm, dass auch das Logo der Whitebeard-Piraten halt richtig gut und gestochen scharf gearbeitet ist. Ich habe das auch schon anders erlebt bei Figuren, wo das Logo dann halt irgendwie kacke aussah. Aber hier ist das richtig gut. Vor allem sein Gesicht ist auch so detailreich und sieht megamäßig gut aus. Wobei, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man da so eine ganz kleine unten am Mund, seine unterste Zahnreihe quasi. Da hat der Pinsel anscheinend nicht so ganz alles erwischt. Da muss ich nochmal selber irgendwie mit einem weißen Pinsel nachgehen. Ansonsten sieht es aus, als hätte er eine Zahnlücke. Aber mega geiles Ding hier. Und auch wenn ich das jetzt so ins Licht halte, sieht das einfach nur mega fresh aus. Ich versuche das gleich nochmal für euch einzufangen mit dem Licht. Ich gebe mein Bestes, aber das kann man auf der Kamera leider echt schwer sehen. Aber diese Figur ist echt der Killer, Alter. Fehlt nur noch einer im Bunde, nämlich Sabo, der letzte Bruder, könnte man sagen. Und ich zeige euch hier auch nochmal die Verpackung. Ich glaube nicht, dass der die Ace-Figur jetzt toppen kann. Aber wir schauen mal. Ich mag Sabo sehr gerne. Sabo ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in One Piece. Und ich
bin mal gespannt, wie diese Figur sich machen wird und wie sie dann aussieht. Auch das Artwork ist nice, auf dem er basiert, ne? Wir schauen mal. So, schnipp, schnipp, schnapp. Hört ihr eigentlich die ganze Zeit meine Freundin im Wohnzimmer niesen? Ich kann euch entwarnen, sie hat kein Corona. Ich auch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. So. Klapp, klapp, klapp. Klapp. Auch er hat wieder diese... Auch er hat einen Ständer. Du hast Ständer gesagt. Rechte Hand der Revolutionsarmee wird aus ihrem Plastikgefängnis befreit. Hier ist die Base. Er hat tatsächlich nur einen Schnörreck. Oh, wie nice, Alter. Boah. Ist das... Ach, gucke mal, die haben sogar... Boah, das ist geil. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gleich einfängt. Ich versuche es. Aber die haben tatsächlich zum Teil bei ihm seinen Zylinder auch hinten an der Rückseite halt nicht schwarz gelassen, sondern entsprechend anders bemalt. Und wenn das Licht so da drauf fällt, auf die Figur, und sie halt durch dieses Feuer hier scheint, sieht es tatsächlich so aus, als würde er lodern, als würde es wirklich Licht erzeugen hinten bei ihm. Wisst ihr, was das ist, was ihr da hört? Ich weiß nicht, ob ihr es hört, dieses Brummen. Das ist mein Alarm bei der Switch, dass ich Ring Fit Adventure spielen sollte. Stattdessen mache ich hier Unboxings. Ja, geiles Ding, wirklich. Sieht wirklich nice aus. Das erweckt wirklich so einen richtig geilen Glow-Effekt. Das ist mega cool, Mann. Auch eben müssen wir dieses Ding in den Arsch stecken. Moment. Komm schon. Werde ich nicht. Nicht krampfen. Einfach locker lassen. Sabo, einfach locker lassen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, wir haben es geschafft. Sabo hat das Ding in seinem Hintern. Und auch diese Figur, mega nice. Wenn man vor allem auf dieser Perspektive halt drauf guckt, ergibt sich hinten dieser Feuerring optisch, was ich super nice finde. Und auch hier die Details... sind halt mega gut bei ihm. Mega gut. Seine Klamotten, die Falten, die sie schlagen, die Bemalung finde ich echt gut. Und jetzt hier zurückseite, ihr könnt das sehen, an der Seite beim Hut, das ist das, was ich meinte. Der Hut, der ist halt so halb durchlässig hinten und ist auch so rot bemalt wie Feuer. Und wenn ihr aus einer bestimmten Perspektive da drauf guckt und das Licht da drauf scheint, dann sieht das tatsächlich so aus, als würde das Feuer hinter ihm leuchten und quasi ihn, ja, von hinten halt beleuchten. Und das ist echt richtig, richtig nice. Also Ace und Sabo gefallen mir von den Figuren echt am besten. Die sind super geil, Mann. Die sind echt super geil. Natürlich zeige ich euch jetzt die Figuren nochmal alle in der Nahaufnahme, damit ihr sie nochmal in ihrer ganzen Pracht gemeinsam sehen könnt. Und ich versuche jetzt gleich auch nochmal so ein bisschen das mit dem Licht zu machen. Ich weiß nämlich, ob ich es hinkriege.
Ja, und jetzt sind die ganzen Figuren ausgepackt. Wie gesagt, Ruffy, Zoro, Sanji, Sabo und Ace. Und ich finde, die sehen echt cool aus, Alter. Wie gesagt, meine Lieblingsfigur ist, glaube ich, aus dieser Line Ace, dann Sabo, dann, glaube ich, Ruffy, dann Sanji und dann Zoro. Weil Zoro fällt leider mit seinem, mit seinem lila Haki-Attacken-Dingensbums so ein bisschen aus dem Raster. Ne? Die sind halt alle irgendwie so mit Feuer. Oder das ist Zoro. So, und Zoro macht sein eigenes Ding. Sieht natürlich auch echt cool aus, aber es hat nicht so wirklich den Eindruck, als würde er wirklich zu diesem Set gehören, leider. Nichtsdestotrotz, alle Figuren finde ich richtig, richtig geil. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing gefallen. Wenn ihr auch Figuren habt oder so und ihr euch mal ein bisschen austauschen wollt, dann kommt auf meinen Discord. Da gibt es auch tatsächlich einen extra Bereich, wo ihr nur so einen Kram posten könnt. Und ich danke euch fürs Zusehen. Freut euch auf die nächste Kapitelbesprechung, die dann rauskommt bald. Und bis dahin, tschö mit ö und hauen Sie, bauen Sie. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht bei meinem Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.